Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moonlighter im Wüsten-Dungeon, der anscheinend sehr, sehr profitabel ist, weil wir in der letzten Folge die Sachen daraus verkauft haben und meine Fresse, haben wir den Preis unterschätzt. Gott. Okay, direkt ins zweite Level zu gehen wäre vielleicht auch nicht so ganz verkehrt, sollten wir vielleicht direkt mal tun. Ich meine, wir kommen ja hier noch ganz klar. So eine bessere Waffe würde ich mich auch freuen. Aber wir wissen ja noch nicht, was wir dafür brauchen. Leider, leider, leider. Ja. Stöppergift. Oh, der Magier ist wieder am Start. Oh, wir haben etwas Neues bekommen. Müssen wir direkt gleich mal gucken, ob das für unser Schwert gut geeignet ist. Magischer Kern. Nee, leider nichts für Schwert. Gehen wir direkt zur Stufe 2, wo wir aufgehört haben. Ich muss sagen, der Wald-Dungeon war am Anfang wesentlich nerviger. Wahrscheinlich wegen des Gifts. Egal bei welchem Spiel, ich komme einfach mit Gift niemals klar. Gift ist einfach eines der schlimmsten Sachen, die man mir in einem Spiel antun kann. Oh, wir kriegen wieder Aussichten auf den nächsten Dungeon. Das heißt wieder richtig tolle Sachen. Was haben wir da jetzt bekommen? Feueredelstein. Ja, okay, Magier. Wir müssen den Magier besiegen. Ah, ich habe jetzt hier. Oh, ich habe die Waffe aus Versehen gewechselt. Toll, jetzt habe ich Schaden bekommen. Oh Gott. Okay, von Stufe 2 aus dem Tech-Dungeon ist schon ein bisschen schwerer, muss ich sagen. Aber wir können auf Entfernung kämpfen, das ist gar kein Problem. Da können die uns anscheinend nichts anhaben. Aber wir sehen schon, um in den nächsten Dungeon zu kommen, müssen wir erstmal ein besseres Schwert kriegen. Alter, mache ich keinen Schaden an denen. Wieder geht's noch weiter. Okay, das hatte ich ja noch nie. Das war ja seltsam. Dass sich der Raum da teilt. Dass man da durch muss, um weiterzukommen. Allein das schon ist sehr irritierend. Ah, du kannst auch. Oh Gott, er kann durch Wände schießen mit dem Ding. So, wir haben einen Fluchentferner. Das ist ja schon mal sehr gut. Noch ein Fluchentferner, das ist richtig gut. Und damit auch die vierte feurige Flüssigkeit. Und noch ein neues Item. Stofffärbemittel. Schade, ich habe gedacht, dieses rechteckige Ding oder dieses quadratische Ding wäre das gewesen. Wir brauchen also ein quadratisches Ding noch. Das müssen wir lokalisieren. Oh, hi. Endlich konnte ich mich mit eigenen Augen vergewissern. Am Ende jedes Dungeons lauert eine riesige Bestie. Ich würde mir ja zu gerne genauer ansehen, was sie bewacht. Aber etwas anderes hat mich heute beschäftigt. Ich habe eine neue Kreatur neben dem erwähnten Koloss entdeckt. Sie hat mich einfach ignoriert, also war sie wohl keine Wache. Sie sah aus wie eine kleinere, orangene Variante des grünen Monsters. Des grünen Monsters? Meint er jetzt des grünen Schleims? Gibt's auch eine kleine orangene, ja. Das Monster, das mich jagt, wenn ich zu lange in einem Dungeon war. Warum taucht dieses Vieh überhaupt auf, sollte man mal herausfinden. Aber diese kleine orangene Kreatur, einen Schatz hat sie nicht bewacht, hat mich nicht einmal bemerkt. Was in aller Welt hat sie da unten verloren? Kleine orangene Kreatur? Ist hier irgendwas? Nein, nur der Tod. Also, das Einzige, was ich kenne, ist ein Schleim. So, kurz in Bewegung bleiben. Sehr schön. Und Schokoladentafeln für mich. Ich finde, die sehen aus wie Schokoladentafeln. So, kommen wir jetzt zu dir, Mr. Urmutz. Mann, bist du tanky.
So, was haben wir? Noch so ein. Aber schon wieder Fluchentbinder. Okay, dann würde ich sagen, geh du mal kurz hier rüber. So, dann kann ich dich wenigstens schon mal stacken. Und wir haben magisches Werkzeug gefunden, okay. So viele Fluchentbinder, was soll ich denn damit? Schon gute Frage, ne? Oh, was bist du denn? Bist du eine etwas größere Hexe? Aber auch einfach tot? Die hier würde ich als kleine orangene Kreatur bezeichnen, ja. Kann ich nicht einfach so ankommen? Yay! Voll getrollt. So kommt man an die Schleime ran, Freunde. Nein! Vielleicht sollte man nicht unbedingt so hoch rangehen. Stirb, Skorpion! Ich überrenne dich und deine Familie! Oh, die armen kleinen Dinger. Ach, stimmt, ich darf nicht seitwärts stehen bei dem. Denke ich nie dran. Au! Das fand ich jetzt nicht so wirklich nett von dir. Also, ich würde gerne tatsächlich Ebene 3 betreten und da ein Tor öffnen. Ja, zwei von meinen Lieblingsgegnern. So, droppst du das, was ich brauche? Natürlich nicht. Hä? Es ist schon wieder leer. Ich hab's. Muss man nicht verstehen, ne? Vier Stück habe ich jetzt davon. Es reicht. Ich muss nur herausfinden, was dieses Eckige ist. Und ich wette mit euch, das ist in Ebene 3. Und deswegen müssen wir dahin. Okay, wenn das eine Anspielung auf Ebene 3 ist, dann bin ich am Arsch, ey. Au, 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 au. Wir sind ja voll gemein. Okay. Noch ein Fluchbinder. Packen wir dich erstmal dahin. Fluchentbinder, dich brauche ich jetzt. Und zwar machen wir das so. Stacken wir das erstmal. Ist aber nicht das Quadrat, was ich brauche, oder? Schade. Wir haben noch so ein Flammending ins Kirchens. Da wir jetzt fünf von denen brauchen, würde ich sagen, ziehen wir das mal hier rüber. Können wir das mal stacken und dann können wir sehen. Ja, 5er-Stacks. Okilidokili. Dann würde ich sagen, wird die entflammbare. Obwohl, ich muss den Preis auch irgendwie feststellen. Ne? Was werfen wir denn weg? Gar nichts. Ich habe einen guten Plan. Und zwar stecken wir den dahin. Und den dahin. So, können wir noch irgendwas stacken hier? Irgendwas? Ja, dann verzichte ich auf den Kristall hier. So, ich will jetzt langsam die nächste Ebene entdecken. Oh, ich muss den Magier besiegen. Wobei eigentlich nicht. Ja, doch, eigentlich schon, weil ich hier sonst nicht rauskomme aus dem Dungeon. Au! Du bist nicht nett zu mir. Oh. Das heißt, das grüne Ding ist doch das Ding, was einen verfolgt, wenn man zu lange in einem Dungeon ist. Oder zu lange auf einer Ebene. Aber wenn das Ding so groß ist, guckt euch mal den Dungeon an, der war viel zu riesig. Oh, er kommt. Oh Gott, ich habe keine Zeit für dich, Schleim. Oh, wieso kann ich ausgerechnet in diesem Raum hier nicht durch?
Genau, verzieh dich mal. So, was haben wir denn hier drin? Okay, wir haben hier ein Fläschchen. Wir haben hier dich. Dann kann ich dich nämlich schon mal stacken und dich, und dich nehme ich auch so mit. Ich würde gerne das hier noch mitnehmen. Ach du Scheiße, er ist da. Stoffwerbemittel, war es das vielleicht? Nein. Okay, ich muss irgendwas vernichten. Nee, komm, was? Ich muss weg. Nein, ich auch. Oh, ich habe vergessen, wie man zuschlägt. Oh. Komm, bevor das Monster kommt. Ist es schon da? Stirb bitte. Dankeschön. Gib mir all den Stuff. Mir egal, ob ich Schaden bekomme. Tschüss. Hui. Da waren wir zu lange hier drauf. 10 Minuten darf man hier sein. Nach 10 Minuten kommt das Viech. Ladebildschirm. So, da öffnen wir hier auf jeden Fall schon mal das Portal und kommen wir gleich wieder. Ja, ordentlich Gegner besiegt. So, und ich hoffe, dass ich hier die Materialien für mein nächstes Schwert finde. So, dann nehmen wir alles runter von diesem Dungeon. Okay, das geht nicht. Hä? Das geht auch nicht. Warum haben wir davon nichts gefunden? Tatsächlich, wir haben von dem ganzen Kram nichts gefunden. Okay, alles rein da, was keine Miete zahlt. Außer du, du zahlst Miete. Da kommt ihr hier rein. Oh, hatte ich mein Elektrozeug mitgehabt? Ja, ich hatte mein Elektrozeug vom letzten Run dabei gehabt. Kein Wunder, dass ich so wenig tragen konnte. Dreck. Ups, das war vielleicht nicht so schlau, die hier rein zu tun. Okay. Dann würde ich aber das hier jetzt gerne alles wieder rausnehmen, weil ab jetzt wird wieder vollgesteckt verkauft. So. Was haben wir denn für volle Stacks am Start? Okay, die hier müssen wir abgeben, ne? Hier haben wir einen Vollstack. So, 500. Weil 300 zu billig war, ne? Okay, wer wollte jetzt diese komische, entflammbare Flüssigkeit? Der alte Mann. Und er fragt ja, ob ich sie ihm bringen kann, also zu Fuß. Du bist der alte Mann. Ich bekomme noch einen Herzinfarkt. Du hast die 3. Ebene des Wüsten-Dungeons erreicht. Mögen die Götter dir gewogen sein, Junge. Du bist aber nicht der alte Mann, oder? Doch, klar! Ehrlich, ich weiß nicht, was in deinem Großvater... dass ich gescheitert bin, dich von deinen unteren Dungeons fernzuhalten. Oder dich überhaupt von ihnen fernzuhalten. Nimm deine fucking Dinger und gib mir mein Geld! Was ist denn los mit dir? Gibt's hier noch einen anderen alten Mann? Ich meine, ich kann gleichzeitig hier auch noch direkt Tränke kaufen. 3000 kostet das. Na, dafür solltest du Gold mitbringen, du Sack. Okay, ich brauche auf jeden Fall 4 Tränke.
Fehlt das Giftgelee? Oh. Oh. Fuck. Ja, wie gebe ich jetzt die Scheiße ab hier? Gibt's hier irgendwie eine Hilfe? Ich meine, ich hab jetzt dein Scheißzeug dabei, hier. Und vor allem hier unten sind noch drei so eine Dinger, seht ihr das? Und nur einer ist ausgegraut. Innerhalb von 2 Tagen. Das heißt, in diesen 2 Tagen will er das haben. Aber wie gebe ich ihm das? Ich meine, wie gebe ich ihm das? Wie viel würde ich dafür bekommen? Er würde 40.000 dafür geben. Das heißt, dass die Dinger, wir stellen sie jetzt hier mal rein, 40.000 würde er uns dafür geben. Das heißt, ein so ein Ding ist 8.000 wert. Ups. Ich kann nur hoffen, dass er das jetzt mitnimmt von hier aus. Oder ich nehme das wirklich in mein Inventar und wenn er dann hier vor meiner Tür steht und mir sagt, hey du Asack, wo ist mein Zeug? Dann gebe ich ihm das. Oh, ich habe jetzt gar, ich habe kein Geld mehr, um den anderen Scheiß zu kaufen. Hm. Naja. Gehen wir mit einem Heiltrank in Ebene 3 oder was? Das ist doch Blödsinn. Ach Mann, ich hätte dieses Geld echt gebrauchen können, alter Mann. Wie gebe ich ihm das? Schnell ausrüsten, halten, stapeln, ja. Wow. Ich hab kein Geld für Tränke. Mann. Und ich habe jetzt mein Portal gesetzt. Das heißt, wir gehen rein und hoffen, dass wir einfach keinen Schaden nehmen. Gucken wir, was sich machen lässt. Wir haben ja keine andere Wahl, also ich könnte jetzt den Laden öffnen für 2 Items, aber ich sehe das einfach nicht ein. Wisst ihr, was ich meine? Ich sehe das einfach nicht ein, dafür Geld auszugeben. So, glücklicherweise wissen wir jetzt, wo alle Truhen sind und wo der Brunnen ist. Ich würde sagen, wir erarbeiten uns erstmal den Brunnen. Der könnte ganz wichtig werden. Wie ich den nicht getroffen habe. Und ich muss so wenig Schaden wie möglich nehmen. Die verfolgen mich immer noch. Lass den Scheiß. The fuck? Der mit seinen komischen Magierfuzzi-Fingern. Dingern. Oh, jetzt. Oh. Oh, ich hätte eigentlich jederzeit einfach wieder weggehen können, weil der Weg offen steht. Aber egal. Besser, wir machen den Weg komplett frei. Okay, der Brunnen ist frei. Kann ich eigentlich rein theoretisch schon benutzen, ey. Gut. Wir wollen die Truhen öffnen. 1, 2, 3, 4. 3 sind direkt in der Nähe, das finde ich ganz gut. Okay, es sind nicht die Magierviecher. Die Magiesteine. Die dreckigen. Finde ich auch sehr gut. Wir müssen einfach nur sparsam mit unserem Leben umgehen heute. Das ist wichtig.
sagte er und wurde getroffen von so einem scheiß Stein. Du mieses Dreckstück, du. Okay. Wir haben Wüstenstahlbarren. Wir haben Thermo irgendwas. Ist es das? Ist es das? Ja, 3 Stück brauchen wir davon. Okay, im besten Fall finden wir das alles jetzt schon. Du warst nicht so teuer, ne? Nein, okay. Dann werden wir dich hierfür verwenden. Sehr schön. Das war der erste Streich. 3 fehlen noch. Für unser Glück. Ich brauche nur diese Truhen. Wenn ich diese Truhen geöffnet habe, Leute, dann bin ich super glücklich. Dann verkaufe ich erstmal den Inhalt von den Truhen. Und dann laufen wir auch nochmal wieder zurück zur Ebene 3 und freuen uns dann. Weil sobald wir jetzt diesen Loot hier ausgeschöpft haben, ist alles gut. Warum ihr beiden? Meine Hassgegner in diesem Dungeon. Eine Goldtruhe. Fluchaufhebung. Die werden wir... Ach da. Die werden wir mal hier benutzen. So, zack. Was ist jetzt wertvoller? Der Wüstenstahlbarren ist wertvoller, ne? Denn sorry, es tut mir leid. Wie teuer warst du? Ja, du bist auch noch. Hier, komm. Machen wir es so. Dann schicken wir dich schon mal nach Hause. Wobei, man weiß nie. Vielleicht brauchen wir es noch. So, nächste Truhe bitte. Schon wieder diese olle Magier. Direkt mehr davon, ey. Ey, ich bin ausgewichen. Ihr habt's alle gesehen. Oh, der Magier lebt ja noch. Hat er gerade einen Schleim gemacht? Nee, der ist nur ganz normal von Haus aus da, ne? Aber zumindest noch eine Goldtruhe. Au. Nicht drauf geachtet. Die erste Leiche. Oh. Und die nächste Leiche. Oh. Das war vielleicht nicht so schlau. Der ist unsterblich. Wieso bist du unsterblich? Kleine ist unsterblich. Willst du mich verarschen? Er tut auch nicht weh. Außer er schubst mich runter. Was jetzt? Kann ich den nicht runterschubsen? Der ist unsterblich, der Bengel! Hä? Nein! Und ich hatte nicht mal genug Geld, um mich zurück zu teleportieren. Jetzt habe ich die Hälfte meiner Sachen verkaufen müssen. Dieses kleine dreckige Mistvieh. Es war einfach unsterblich. Was sollen die? Warum? Ich fühle mich gerade verarscht. Ja, zumindest
Habe ich einen von denen sichern können. Die Umwandlung hat natürlich auch nicht funktioniert, weil es ja verkauft wurde. Da fehlen mir die Worte, Leute. Da fehlen mir die Worte. Was soll ich sagen? Das ist Kacke. Das ist richtig Kacke. Und ich muss jetzt den Laden öffnen. Ich brauche Geld. Und ich hatte eigentlich. Ne, ich hatte nichts für. Nee, mir hätte noch ein so ein komischer Stein gefehlt, aber den hätte ich bestimmt auch noch bekommen. Ach Gott, Leute. Ich fühle mich verarscht von diesem Spiel. Ist das nicht kacke? Ja. Sachen verkaufen. Was muss, das muss. So, was haben wir denn hier? Oh, der magische Kern ist kaum was wert. Cool. Naja, kommt auch dann später in den Trödelsack. So, 1000 war noch zu wenig, ne? Hier haben wir nichts, aber mehr als 800 wirst du auch nicht wert sein. Hier war 1000 noch zu wenig. 1300. Geben wir dem eine Chance. Und hier war 2000 zu wenig, ne? Junge, Junge, Junge. Und ich weiß zwar immer noch nicht, wie man diese Quest löst, aber ich glaube, der Tag, an dem die Quest gelöst werden sollte, ist heute, ne? Nee, morgen. Naja. Gut, Freunde, dann sehen wir uns aber auch erst morgen wieder zu einer neuen Folge. Wir beginnen die Folge mit Sachen verkaufen, damit wir Geld haben. Haut rein, euer Zero. Tschüss.